Komm am besten hier hin, Achi. Du meinst ja, also, dass es mit Muslimen manchmal schwieriger ist als mit Nicht-Muslimen. Ja. Was findest du zum Beispiel schwierig? Also ich finde es sehr schwer, weil das Argument, was die nicht-praktizierenden bringen, ist gleich, Alhamdulillah, ich habe ein Herz. Das ist das Wichtigste. Und das ist wirklich sehr, sehr häufig der Fall. Das ist das Verständnis auch vom Islam ist weit auseinander. Guck mal, das ist gerade ein super Thema. Wir haben ein super Thema, da wollte ich eigentlich drüber reden. Guck mal, das ist eine limonische Akida, die in dieser Zeit verbreitet wurde. Das hörst du so oft. Ich hab's im Herzen. Erstmal, man muss eine Sache verstehen. Der Iman ist Kaul und Wa'amal. Wort und Tat. Und manche sagen Kaul und Nutkun. Die sagen, Tasdikum bil Janan, wa Nutkum bil Lisan, wa Amalum bil Jawari wa Lankan. Das heißt, Wahrhalten im Herzen, Ausspruch mit der Zunge und Taten mit dem Körper. Andere sagen Kaul und Wa'amal. Wort und Tat. Wort des Mundes und Wort des Herzens. Und Tat des Körpers und Tat des Herzens. Was heißt das? Zum Beispiel, es kann sein, ach, und glaub es mir, das kommt oft vor, dass jemand sagt, ich glaube, Islam ist richtig. Ich glaube, der Prophet Mohammed war ein Prophet. Ich glaube, der Koran ist von Allah. Aber es ist trotzdem kein Muslim. Weißt du warum? Weil ihm fehlt neben Kaul und Lisan und Kaul und Qalb, fehlt ihm Amal und Qalb. Die Tat des Herzens. Die Tat des Herzens, dass er Liebe hat für die Religion. Die Grundlage der Liebe muss vorhanden sein. Die Grundlage der. Es gibt manche, die. Es gibt manche, die glauben, die haben Grundlage vom Herzen. Die haben Wort, Tat, aber die haben keine Fünftelangst. Der hat gar keine Furcht hat, ist kein Mittel. Und je nach Stärke der Furcht, umso stärker ist dein Iman. Je nach Stärke der Liebe, umso stärker ist dein Iman. Das heißt, das Herz ist die Grundlage. Und deswegen, wenn jemand sagt, Herz, dann sagen wir zu ihm, wenn du es im Herzen hast, dann müssen wir fragen, was das so ist. Wir wollen dir nicht so gefallen. Aber wenn du im Herzen sagst, das ist richtig, dann reicht das nicht. Weil im Herzen muss eine Liebe sein, muss eine Furcht sein, muss eine Hoffnung sein, die dazu führt, dass du Taten mit dem Körper machst. Ja, und dann wissen wir ganz genau, Allah sagt das in vielen Stellen im Koran, Alladhina amanu wa amilus salihat, die glauben und gute Werke tun. Und der Prophet, es gibt dutzende Verse, die sagen, wenn jemand diese und jene Tat macht, wird er bestraft. So, Sinna, Unzucht zum Beispiel. Ich habe Glauben im Herzen. Hast du gedacht, der Glaube im Herzen oder das für wahre Halten im Herzen, das negiert diese Sünde oder radiert die Sünde aus? Das radiert die Sünde aus, dass du ins Unzucht gegangen hast, dass du Drogen nimmst, dass du Leute auf die Fresse haust? Nein. Sondern da musst du Taten für machen. Und der Mu'min, selbst wenn wir sagen, der hat Glauben im Herzen, der wird irgendwann aus der Hölle rauskommen. Da musst du zu ihm sagen, hör mal, du sagst jetzt, du hast Glauben im Herzen, betest dich was und so weiter. Ich falle für was der Mensch. Guck mal, das Gebet alleine, in Surat al-Mursalat, das ist die 77. Surah von Koran. Da zählt Ara in diesem Surah, ich glaube, 11-mal sagt er, wählt an diesem Tag denen, die leugnen. Und dann beschreibt er Paradies, Hölle, und so weiter. Und er kommt nur mit einer einzigen Tat oder mit einer einzigen Beschreibung neben dieser für diejenigen, die ihn haben. Weißt du welche? Wenn zu ihnen gesagt wird, verneigt euch, verneigen sie sich nicht. Das heißt, die Sache ist gefährlich. Will der sagen, ja okay, ich habe Glauben im Herzen, will der sagen, ja ich gehe, dass er erstmal 100 Jahre in die Hölle gehen will und danach wieder rauskommen? Einer hat zu mir gesagt, weißt du Bruder, ich bin guter Muslim, ich habe nur einen kleinen Fehler. Frauen. Also er will sagen, ja, der hat ja jede Freundin dann wohl. Und dann meint er, erstmal meint er, ist ein kleiner Fehler. Weißt du, was er dann sagt? Hier, Bruder, weißt du, was er dann sagt? Mit Frauen den kleinen Fehler, dafür muss er sich mal bei Allah gerade machen. Der hat gesagt, er hat es mit dem Türsteher zu tun, Achim. Hör mal, gerade machen.
Und dann sage ich immer zu den Leuten, stell dir mal vor, du hast einen Ofen, Pizzaofen bei der Pizza-Bäckerei. Man würde dir sagen, guck mal, du gehst eine Sekunde, fünf Sekunden Pizzaofen, danach kannst du Leben lang deine Sau auslassen. Ja? Ach ja, wenn du nur eine halbe Sekunde drin ist, springt dich schon wieder aus dem Ofen raus. Das kann ich das gar nicht aushalten. Von daher, Achi, denen muss man einfach sagen, guck mal, Achi, das reicht nicht. Du sagst jetzt, ich mache alle bösen Taten, ich habe ja Glauben im Herzen. Hast du gedacht, du kannst für die Taten nicht bestrafen, nur weil du Glauben im Herzen hast? Also wie gesagt, Achi, ich finde diese Sache eigentlich handelbar einfach. Möge Allah uns helfen, inshallah. Amen. Inshallah. Gut, inshallah. Reicht.